Spenden sind uns wichtig und wir machen ja auch jedes Jahr zum Beispiel unsere Weihnachtsaussendung. Mittlerweile habe ich ja fast ein schlechtes Gewissen, Überweisungsträger beizulegen. Ich frage mich, wer füllt den noch wirklich aus? Ich glaube, die Online-Überweisung ist mittlerweile Mittel zum Zweck und da arbeite ich auch gerne mit dem QR-Code. Ich selber überweise nur noch, wenn ich ihn habe, mit QR-Coden. Ich glaube, für einen Spendenimpuls ist das eine hervorragende Sache, wenn ich mein Handy zücken kann, das Ding eingescannt kriege, meinen Betrag eintrage und losschicke. Gerade zu Zeiten von IBANs finde ich QR-Codes noch wertvoller, weil diese Zahlenkolonnen konzentriert abzutippen, ist das manchmal ein Hemmnis für mich und sage, ach, das mache ich später mal und dann ist es schon wieder vergessen. Also von daher, QR-Codes halte ich mittlerweile für eine der möglichen Formen. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass auf dem Überweisungsbeleg neben noch dieser QR-Code steht, um einfach den SpenderInnen das Spenden zu erleichtern, dem Impuls nachzukommen, die virtuelle Spendendose zu füllen.